Ja, liebe Leute, wie ihr seht, geht es heute los mit einem neuen Projekt auf meinem Kanal und Markus, glaube ich, auf deinem auch, ne? Ja. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen zu Ghost Recon Wildlands und natürlich bin ich nicht alleine. Wir haben es ja gesagt, der Trupp, der auch The Forest gespielt hat, also meine Wenigkeit, der Markus, der uns mittlerweile auch unter meinem Kanal durch die Videos verlinkt ist. Also wenn ihr sein Profil mal sehen und seine Sicht mal sehen wollt, dürft ihr mal da drauf gehen. Und die beiden Mädels, die Yvonne und die Sabrina. Schön, dass ihr auch dabei seid. Und wir starten heute mit Ghost Recon Wildlands. So. Dann darf ich natürlich jetzt euch einladen gleich, wenn das mal umgeht. Nein. Yep. Kampagne fortsetzen war das, ne? Oder war das, wie, warte mal, ich muss gerade. Genau, Kampagne fortsetzen Kampagne fortsetzen, ja. und dann kommt da so ein Menü, wo du uns einladen kannst. Ja, wir starten nämlich heute zu viert in das Abenteuer. Ähnlich ein storybasiertes Game mit ein bisschen Taktik. Schauen wir mal jetzt, wie weit wir jetzt kommen. Timmy ist gerettet aus dem bösen Wald und wir. Gehört rein. Schau den Kopfmodus in die Corner-Funktion von. Aha, Einführungsfilm. Okay. Das heißt, es gibt noch was zu sehen. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr von dem Spiel mittlerweile schon gesehen habt. Ich habe nicht allzu viel gesehen, also schon etwas länger her. Das heißt, wir starten quasi komplett bei Null. Ich auch bei Null. Also gänzlich bei Null. Bis auf Charakter erstellen habe ich noch nichts gesehen. Genau, den Charakter haben wir nämlich schon vorher erstellt. Nicht wundern, ich habe mir einen weiblichen Charakter erstellt. Wir sind fast, ich habe es mit meinem besten Freund, spiele ich das schon seit etwas längerer Zeit und wir sind, weil ich glaube, wir sind fast durch. Okay, dann kannst du zwischendurch ein paar Tipps geben. Ja, ich versuch's. Also nicht Spoiler natürlich, sondern nur mal zwischendurch einfach mal sagen, so wäre es am besten zu machen und nicht sagen, ey, da passiert es das und das. Also die erste Mission habe ich auch gemacht, das ist die habe ich, aber das ist schon ein bisschen was länger her. Aber ist ja diese Tutorial-Mission, ne? Glaube ich, ne, die erste. Ich melde mich sofort, sobald ich weiß, dass es blind ist. Sobald ich dann weiß, das kommt, passiert nichts mehr. Ich habe tatsächlich von dem Spiel auch nicht gesehen, ich habe mir nirgendwo ein Let's Play angeguckt oder sonst irgendwas. Also ich gehe da komplett unvorbereitet rein. Aber das ist ja genau das Interessante daran, es zu erkennen. So. Jetzt kommt ein kleiner Film. Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht.
Sie sind in der Taskforce aus CIA, DEA und JSOC. Und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen bei Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Qataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zur Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Bolivien hat schon lange einen Hasser von Yankees, aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig, ich werd's auch sein. Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pakatari. Anführer der Widerstandsgruppe Qataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Qataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant. Halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Jo, dann scheint es jetzt loszugehen. Der Vorteil ist, wenn wir nämlich nur zu dritt sind, wir kriegen auf jeden Fall noch einen KI-Soldaten. Das heißt, wir sind immer zu viert in diesem Trupp. Ich hoffe, ihr habt aufmerksam zugeguckt bei dem Film. Oder Markus, du zum Beispiel. Nicht, du hast dann nicht mal eingeladen. Wie kann ich deinen Film sehen? Ja, hast du nicht das Intro gesehen? Egal. Warte, ich lade dich kurz ein. Ich muss gerade dich gucken. Es fehlt mir eine... Einladung ausstehend. Reines. Yvonne, kannst du mir beitreten? Ich sehe dich nicht auf meiner... Quatsch, ich Yvonne, Sabrina meine ich. Aufbau Ubisoft-Konto wird überprüft, steht bei mir gerade. Okay, weil ich... Ja, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ihr müsst wahrscheinlich den Film gucken, also diese kleine, dieses Intro-Video. Dann vorher geht's, kann ich euch nicht einladen, theoretisch. Ich sag mal, ja, ich hab ja schon fast 40-50% von dem Spiel gespielt. Daran kann es eigentlich nicht liegen. So, ich sitze nur auf Einladung mal. Jetzt sehe ich nicht in der Vor... Ich gucke jetzt mal eben hier, ob es am Status liegt, weil ich bin hier immer als Offline angezeigt, aber normalerweise... Ja, das kann natürlich sein. Das war ja schon bei dem DVD und so. Ja, ja, aber normalerweise ist das kein Thema, also komisch, weil... Ja, wohl offline, wenn wir filmen viel... Da klappt das immer. Egal, wenn es daran jetzt lag, dann ist ja gut. Ansonsten muss man gucken, ich kann ja die Lobby wieder aufmachen für Freunde. Weil ich sehe es jetzt gerade... Ja, dann müsstest du jetzt eine Einladung schicken können, ne?
Ach wohl, so ja, Moment, ich habe einen Fehler gemacht. Die Tabelle geht nicht nur bis dahin, sondern die geht auch weiter runter. Warte mal, ich gehe mal ganz runter. Kann sein, dass es daran liegt. Ja, jetzt kann ich dich einladen. Okay, Einladung wäre raus. Markus ist tatsächlich schon da. Hier steht jetzt schnell ein Ubisoft-Konto. Hast du noch keins? Nee. Ja, dann musst du das ganz schnell machen. Nimm einfach die E-Mail-Adresse mit dem Account hier. Da. Du brauchst da nicht irgendwie zugreifen, sondern du machst einfach die Erstellung. Ja, ist halt ein Tom Clancy-Spiel, ne? Also Ubisoft. Ist halt wie bei FIFA mit den EA-Servern, die da. Ja, haben. Genau. Also man hat, es ist auf jeden Fall, hat es irgendwo schon einen Vorteil mit dem, sich ein EA-Konto zu, ein Ubisoft-Konto zu erstellen, weil du kriegst ja viele Sachen dazu. Wunderbar. Da fehlt halt nur noch eine Person, bevor sie nicht dabei ist, fangen wir nicht an. Also das wird wahrscheinlich so die erste Folge laufen. Geil. Ich mal kurz weg. Jo. Hab gedacht, es hätte geklingelt, aber naja. Okay. Ja, einen Moment. Hey. Müssen wir gerade noch warten, halt. Zu dritt sind wir, wie gesagt. Ja, bei mir lädt er noch. Ja, du bist aber schon bei mir angezeigt als Truppmitglied. Ja. Ah, da bin ich. Habe ich schon versucht, du kannst nicht viel auswählen. Was? Na, hier bei der Ausrüstungskiste. Oh, wir haben ja noch nichts freigeschaltet, also kannst du auch noch nicht viel auswählen. Ja, okay, ich habe jetzt den Vorteil, die Sachen, die ich bei dem Spiel freigeschaltet habe, die habe ich hier wahrscheinlich auch. Kann theoretisch passieren, ja. Guck ich gerade. Ah, alles gut. Ja, das ist so. Alles gut, dann ansonsten, ja, haben wir ja schon ein bisschen was. Haben wir noch ein Ziel aufzuholen? Ich weiß ja nicht, wie lange das Projekt dauern wird. Kann ja lange dauern, kann kurzzeitig, weil ich keine Ahnung, wie viele Missionen das sind. Aber es hat jetzt ein bisschen Story zu tun. Also ich scheine wirklich mit dem Stand, sage ich mal, von meiner Spielfigur aus meinem Spiel weiterzuspielen. Okay. Auch mit, ja, den ganzen Sachen, die ich schon geskillt habe, so wie das aussieht. Out. Okay, ja gut. Dann gehst du quasi als Kanonenfutter davor. Nein. Alles gut, wir gucken einfach mal. Situationsbedingt. Halt einfach. Muss mal kurz mit der Steuerung ein bisschen gucken. Wie sieht's aus, Simon? Wie läuft's bei dir? Ich will will das irgendwie nicht annehmen hier. Das ist natürlich jetzt nicht so ideal. Er sagt mir jedes Mal, ich muss die Nutzbedingungen, Kaufbestimmungen und Datenschutzrichtlinien akzeptieren. Naja, musst du machen. Aber ich mach doch noch jedes Mal einen Haken. Und trotzdem kommt ich lange nicht wieder da. Da muss ich überhaupt drauf. Ach so, ja, manchmal ist das halt genau das, was ich meine. Das passiert manchmal echt, dass du dann dieses Menü nicht annehmen kannst, sondern. Dass er sich darauf abfuckt, ja, das habe ich auch schon gehabt. So, kannst du die Einladung annehmen? Die Einladung kann ich annehmen, ja. Wenn du jetzt bei uns im Trupp dabei bist, das wäre super. Was? Damit auch schon einige Wochen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. In dem Menü ist nicht verfügbar offiziell. Steht hier unten.
leichte Probleme zu Beginn. Wieder das Gleiche gerade eben. Oh, Scheiße. Ich glaube, die Aufnahmen, die kannst du in die Tonne kloppen. Ja, scheinbar irgendwie. Aber wo ich das Intro gerne drauf hab, drauf hätte und so alles. Ganze Vorschau. Kannst du das nicht zurechtschneiden, ne? Ja, muss ich ja machen. Irgendwie. Jetzt klappe. Oh. Ja, das ist gut. Das klappt wunderbar. Oh Gott, das ist ja durcheinander hier. Ja, das machst du aber nur einmalig und dann ist gut. Ja, ansonsten kommt das einfach mit in die Aufnahme. Scheiß drauf, dann ist es halt so. Wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Ja, manchmal. Es gibt halt leichte Probleme. Ja, wir sind zu viert. So, ihr seid dabei? Jetzt geht's rund, Leute. Setzt euer Pokerface auf. Mhm. Dann. Die Figur ist noch nicht drin, warte. Ja, alles gut. Sobald ihr. Jetzt sind alle da, scheinbar. Unterm Strich ist das ein Vergeltungseinsatz. Konzentrieren wir uns, bevor wir zwischen der kleiner. Politik und den Kugelhandel des Kartells geraten. Ja, da sind wir. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. So, jetzt können wir Ausrüstung ein bisschen umbauen, aber sieht eigentlich so ganz okay aus von Anfang an. Und Markus ist jetzt hier der Hahn im Korb, ja? Ja. Das war ich doch aber eigentlich schon immer, oder? Da musst du mal den Kevin fragen. Bitte was? Hä? Ich würde sagen, wir fahren mit dem Auto, oder? Warte, ich muss mir mein Gewehr. Warte mal. Ja, würde ich sagen. Wer fährt? Bitte nicht ist ich. Nicht alle hier schreiben. Wenn du kannst. Da komm, ja. Nehmen wir den hier doch, den Jeep hier. Weil da sind Passwort zu viert rein. Ich weiß nicht, wie das mit dem anderen Auto ist. Ich hier müsste es auch zu viert reinpassen. Ich steig hinten rein. Glaubt ihr euch jetzt um den Platz vorne oder was? Ja, scheinbar. Nee, ich muss erstmal. Ich will mitfahren, halt. Achso, ja. Muss einmal rum. So, jetzt. Okay, dann Abflug. So, einen Santa Blanca-Leutnant sollen wir uns holen. Ist halt verwirrend, wenn du bei manchen Aktionen nur drücken musst und bei manchen gedrückt halten. Das ist immer ein bisschen. Ja, das ist. Ja. Warte mal, ich drück mal gerade ein bisschen Musik runter und so Audio. Musiklautstärke, ja, vor allem die Musiklautstärke drücke ich mal runter. Weil. Ja, das werde ich gerade mal aufmachen. YouTube und so. Sprachlautstärke, Drucklautstärke, freies Mikrofon deaktivieren, Sprachchat-Modus. Freies Mikro deaktiviert, ja, Sprachchat, wir machen ja alles für die Party. Warte mal, Radio mache ich aus. Ja. Machen wir es einfach so. Musiklautstärke runtergedreht. Naja, ich mach das Radio einfach komplett aus. Ist am einfachsten, vor allem, wenn wir dann wirklich viel miteinander quatschen müssen, stört es halt auf Dauer. Ich wollte, es ist aber nervig. Hm? Dass man dieses Autoradio so nicht ausschalten kann, weißt du. Vor allem, ich hab's ausgeschalten, wird trotzdem noch, naja. Warte. Ups. Eieiei. Ich sag jetzt mal nichts. Ich habe gestern erst den Führerschein gemacht. Ne? Naja, gut, okay. Kein Problem. So, hier fahr mal hier, das ist hier ganz schön schwammig. Das ist also in dem Breakpoint, ist das, also ist die Steuerung von den Fahrzeugen tausendmal besser. Okay. Na, Breakpoint habe ich mal geguckt, das kostet immer noch 70 Euro. Dann musst du mal hier anhalten. Ich hatte Glück, ich habe es beim Black Friday damals gekauft. Okay. 30. So. Also jetzt ist im Prinzip Tutorial angesagt. Ja. Einführung, Aufklärung. So, drücken Sie, um die Drohne zu benutzen. Also Steuerkreuz nach oben, Steuerkreuz nach unten ist das Fernglas. Und L2 sind Feinde zu markieren. Okay. Ich guck mal die mit der Drohne um. Damit wir ungefähr einen Überblick haben. Ja, müsst dann die Bescheid sagen, weil okay. Ich habe schon eine etwas größere Reichweite mit der Drohne. Ja, ich merke gerade. Schaffst du meine drüber zu schicken? Wie auch immer, weil ich muss zurück mit der Drohne. Ja, ich gehe mal. Schneide mich schon mal langsam an den Typen ran. Willst du dir? Ich wollte gerade killt auf einmal. Okay, mit Kreis kann man sich. Hä?
Mit der Drohne killen oder was? Nee, mit dem Schuss. Hab ihn. Sehr vorsichtig, da könnte noch irgendwo einer direkt vorne stehen. Ja, deswegen schleiche ich mich hier auch hier wieder durch. Ihr müsstet doch, ich habe jetzt mit meiner Drohne habe ich Gegner markiert. Ihr müsstet ja, irgendwo. Ja, ich sehe es auch schon. Wir haben zwei, drei Kreise, genau. Ja. Genau, das sind alles Gegner. Genau, wir gehen am besten nicht alle auf einen drauf, sondern ich gehe hier den Außenweg über die Treppe, um mich ein bisschen reinzupirschen. Ich gehe hier durch die Büsche, also ich habe mich hier außen lang. Hab ihn. Scheiße. Nächste tot. Da hinten ist doch einer. Ja, wenn man, sag ich mal, wenn da zwei beieinander stehen, da sollte man sich absprechen, dass jeder einen macht. Ja, weil hast recht. Weil die anderen alarmieren. Scheiße. Ja gut, jetzt am Anfang. Wir spielen das ganze Ding immer auf normal, nur so nebenbei. Links der rote Kreis. Ich weiß nicht, ob einer von euch da rankommt. Also nicht der gelbe, sondern der rote. Ja, muss noch ein Stückchen weiter. Weil der andere, den dürfen wir ja nicht töten, den gelben. Den müssen wir ja verhören. Okay. Wie kann ich Waffen wechseln? Ah, mit Dreieck. Hab ich. Jawohl, das reicht. Ich glaube, wir haben noch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob da noch, ob da noch welche sind. Ja, doch, da müssen noch welche kommen. Warte mal. Sie können uns später danken. Genau. Lass erstmal Sabrina mit der Drohne drüber gehen, damit wir ungefähr wissen, wie es aussieht. Die sind aber weiter unten nachher, ne? Also gerade für uns relativ irrelevant, oder was? Im Moment noch, ja. Ah, hinlegen okay. Geht auch, okay, gut, das ist gut. Mit drei Kreis gedrückt halten. Kreis gedrückt halten, ja. Und du siehst zum Beispiel, unten ist ja die Minimap, ne? Ja. Ja. Auf der Minimap, da sieht man so rote Schatten. So rote, seht ihr das? Ja, ja, an dem Auto zum Beispiel da auf der Höhe, ne? Nach dem, wo du stehst, da, ja. Da sind also, daran siehst du, dass da irgendwo noch Gegner sind, die gerade mit der Drohne nicht gesehen wurden. Sowas wie Gefahrenzonen. Pass auf, da kommt ein Motorrad. Genau. Genau. Nee, das wird meine Drohne sein, oder? Nein, das ist ein Motorrad und ein Auto. Unten über die Straße. Ja, das ist eine Straße. Soll ich den mal, verhören? Ich könnte jetzt in die Nähe, könnte dran gehen an ihn. Ja, mach, so, hör den mal. Okay. Guck mal eben hier. Hab ihn. Da unten irgendwann sehe. Da ist er. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Da war noch einer in der Hütte, Kev, den habe ich aber erledigt. Ja, danke. Na, da war das wahrscheinlich der, den ich mit der Drohne nicht gesehen habe. Nun zu? Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Nicht, die Yvonne liegt mir zu Füßen. Ja, befreien Sie Amaru. Wir haben ein neues Ziel. Shit. Hier drin war noch einer, weißt du, hier der. Kommt einer mal zu mir bitte her. Weil da sind zwei Leute, die würde ich gerne beide in einen Zug schnappen. Wo denn? Oh, da sind drei insgesamt. Vier. Bei mir jetzt. Siehst du die zwei vorne stehen, die ersten beiden? Ja, ja. Ich nehme den linken. Ich nehme den hinteren. Okay, ganz hinten den, okay. Also ganz hinten den. Ja. Alle bereit? Den rechten mache ich. Ja. Der geht gerade wieder rein. Eins, zwei, drei. Jawohl. Erwischt. Ja. Das Kartell wartet nicht, bis wir einmal Treppe runter. Wir können Treppe runtergehen und den rechten nehmen davon, den einzelnen. Ich weiß jetzt nicht, wie irrelevant die sind. Gerade wieder raus aus der Hütte. Ja, da bitte einer drauf nur. Warte mal, guck mal eben. Mach das an euch. Jawohl, sehr schön. Hab ihn. Weil der hat zum Beispiel, da ist ein Munitionsstützpunkt. Ich glaube, die Autos. Die ja, dürfen ja, uns ja. Bestimmt auch nicht sehen. Ja. Doch, die weißen, die sind neutral. Okay. Die grünen, glaube ich, die gehören zu uns. Hm. Und die roten und die lilanen, das sind Feinde. Okay. Und jetzt sieht man hier ja auf der Karte so grünliche Symbole teilweise auch. Ja. Da kann man noch Sachen markieren. Beispielsweise. Ich wollte gerade markieren, ja. Aber sehr gut, Funkausrüstung. Und du findest auch teilweise, das sind also blaue Symbole, da kann dann jeder Fertigkeitspunkte noch kriegen. Hier, wo ich bin, ist Munition. Und da.
Und Ausrüstung theoretisch. Da hinten sind nämlich Dokumente, ne? Die sind eigentlich relativ gut, oder? Die sollten wir mitnehmen. Dokumente braucht man ja, die ich, ne, die habe ich schon. Ja. Also diese Dokumente und diese Nachschubkisten. Ja. Die, das gilt also, wenn das einer holt, für jeden von uns. Ja. Und diese Fähigkeitspunkte, die man da teilweise kriegt, die muss jeder für sich selber holen, um die zu bekommen. Okay. Ja gut, das ist das Gute, man kann quasi keinem jetzt irgendwas wegnehmen. Ich sage, hey, ich nehme das Dokument, das ist jetzt für euch auch quasi dafür. Okay, das ist immer gut. Ja. Also, wir sollten jetzt auf der Karte rechts ein rotes Auto fahren. Ja, mit dem Ausrufezeichen, ja. Das. Und das ist halt... ein Feind. Ja. Aber das ist jetzt gerade für uns egal, weil es fährt eh weiter. Wir sind auch höher als die Straße gerade. Ja, alles gut. Genau. Okay, dann lassen wir es jetzt mal in Ruhe. Vorsicht, Entdeckung. Was? Wofür? Na, da stand gerade unten rechts verdächtig und es war so piep, 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 piep zu hören, deswegen. Okay, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, deswegen war ich gerade ein bisschen... Okay, L1 kannst du Granaten werfen, das ist gut. Deswegen bin ich mich jetzt gerade schnell in Deckung, weil ich jetzt dachte, okay, bevor sonst jemand sieht. Ja gut, in dem Spiel müssen wir tatsächlich sehr, sehr viel kommunizieren. Ja, ansonsten funktioniert das nicht. Richtig. Gut. Ins Auto, mein Auto haben, weil mit zwei Leuten würde ich jetzt sagen, ab aufs Moped. Aber es gibt nur zwei. Aha. Ich fahre nicht, ich kann nicht. Also ich, oder ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll. Ah, scheiße, komm. Einer muss. Also ich habe ein Motorrad. Boah, sie schwammig. Vor dir der Anzug direkt. Ja, ich hab ein Auto. Ja. Bist du da eigentlich? Oh, Entschuldigung. Jetzt gleich nicht mehr. Ja, alles gut. Kev weiß, wie man sich ankündigt. Ja, ich bin da. Ja, ich hab diesen scheiß Hummel da unten nicht gesehen an der Straße. Da ist wieder so ein heller Fleck oder so mit Feinden. Ja, da stehen teilweise welche am Straßenrand. Da kannst du auch einfach vorbeifahren. Okay. Kann man die eigentlich aus dem Auto rausholen? Haha. Das geht auch, ja. Für den Fall, dass irgendwas ist. Oh. Überfahren. Ich hab sie, als wir uns einfahren, den hab ich erwischt. Jetzt erinnert mich gerade so ein bisschen an Fuckway. Jetzt soll ich gerade fahren. So, Amaru soll mal befreien. Ich muss nur aufpassen, welchen der Wege ich fahren muss. Ja, das ist manchmal nicht ganz einfach, ja. Ja. Schön lenken die sich nicht, ne? Nee, viel zu direkt. Also du kannst nicht nachbrücken und machst sofort fast wie... Das habe ich einfach Fähigkeiten entwickeln, damit du die fahren kannst, richtig. Das kann natürlich auch sein. Da sollten wir mal ein bisschen aus der... auch ein bisschen weiter weghalten. Ja. Fahren wir mal hier links irgendwo, genau. Und dann können wir uns nämlich, da kann man sich nämlich schön aufteilen, rings, also ums Gelände rum. Sabrina, schick mal nochmal eine Drohne drüber. Ja. Okay, Tarnung, Wasser. Ich mal eben kurz eben du ein bisschen hinlegen. Okay. Ja. Gut, ich gehe mal ein bisschen weiter nach links. Ich benutze mal meine kleine Handfeuerwaffe jetzt. Ja, das war ich am einfachsten. Da ist die 5. Oh, große alle Wische hier. Hast du tot? Okay, das bei war mir ich. Steht gejagt. Ja, das war ich. Entschuldigung. Das war meine Doofheit. Ich habe den einen erschossen und der stand noch einer daneben. Das habe ich also nicht gesehen. Ja, dann mal immer drauf, wa? Oh, der leckt ein bisschen. Der eine ist tot, ganz links. So, warte zwei mal. Zwei habe ich. Sehr schön. Granate kommt. Komme mir da Culeros. Schlecht die Sprache. Klung. Vorsicht, ich bin hier hinten, ne? Nur so. Der ganz links ist tot. Jawohl. Noch einen. Ja. Irgendwo ist noch einer.
Ja, in dem Haus an der Scheune. Ich sehe ihn. Ich hab noch einen. Der war nicht markiert. Sehr geil. Ja, sag ich ja, irgendeine. Ne, manchmal, wenn die im Haus sind, kannst du die halt nicht. Kannst du die nicht markieren. So, ne? Den Typen befreien mal. So, Funkausrüstung für neue Fertigkeit verfügbar. Also müssen wir uns sonst immer ein bisschen waffen. Was ist jetzt mit dem? Haben wir jetzt den schon befreit oder was? Ja, scheinbar. Nee, leiten. Du musst auch hingehen. Ja, ich. Ja. Jetzt hast du die so, Waffenkiste. Dann... Ich pack mal eben die Waffenkiste. Heli oder was? Ja. Können wir mit dem Heli, ja. Können wir da zu 5 rein? Mit dem Amaru oder? Ich denke. So. Ich komme jetzt. Geht das? Ich flieg das Ding. Warte mal. Kev? Ja, ich würde mich gerne kurz eben kurz nochmal Munition mehr zusätzlich aufladen. So, jetzt. Komm. Kann ich jetzt immer noch rein? Geht das ja. Noch? Ja. Bin drin. Okay. In der Zeit, wo du fliegst, bringe ich mal eben meinen Kaffee weg. Also rein theoretisch können wir damit auch zu 6 fliegen. Gut. L2 für mehr Zoom, L2 für weniger Schub, okay, das ist ein bisschen wie bei GTA. Wenn er sich genauso fliegen, das geht's. So, dann schauen wir die erste Mission gleich auch abgeschlossen zu haben. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wir sitzen ziemlich locker hier drauf. Aber ich glaube, wir sind oben hier festgemacht. Sieht zwar nicht so aus, aber ich. Ansonsten sitzen wir hier sehr easy. Ich glaube, dass die sich normalerweise an solchen Helikoptern nochmal mit einem Seil so einhaken. Ja, ja, oben an diesen komischen Bügeln, ne? Ja. So, einmal sicher landen. Ich will nur gerade einen Platz suchen, wo ich was kann. Das war's. Sehr geil. Itaqua Echo. Ja, sehr sauber gesammelt vor allen Dingen. So. Seht mal da, Waffenkiste. Dann bringen wir den mal hier rein. Ja. Nehmt euch mal die Munition hier, dann mache ich hier weiter. Sag ich hab schon drück schon. Okay. Dann mache ich mal weiter. Habe ich jetzt auch einen Clip? Ja. Dann müssen alle rein. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht. Heißen die beiden Juri und Polito? Sie. Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Swenny ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir Amaru befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen. Vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen jedes Dorf, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Ja. So sieht's aus. So ist es, genau. Dann machen wir hier trotzdem mal Feierabend. Und dann geht's mich in die nächste Mission. Dann haben wir den Einsatz jetzt abgeschlossen. Aufgepasst. Ins Datei zu Judy und Polito kommt rein.